So, neuer Tag, neue Reise. Heute führt uns die Reise in ein Dorf hier in Mazedonien, nur 20 Kilometer von Struga entfernt. Es heißt Vevčani und es wäre beinahe ein eigenes Land geworden. Eine sogenannte Mikrorepublik. Ja, und wir fahren jetzt, es sind noch 9 Minuten, durch andere Dörfer. Und wir sehen schon, es ist sehr, sehr schön hier an den Bergen gelegen. Und das Dorf hat nur 2500 Einwohner. Es ist bekannt für den Karneval und für ihre Unabhängigkeit. Denn sie haben auch volle Kontrolle über die Quellen, die das Wasser hier nach Struga fließen lassen. Und diese Quellen haben sie damals blockiert zur Zeit der, zur Zeit Jugoslawiens. Und dann kam halt die Armee und hat gesagt, nein, das geht nicht, ihr könnt nicht unabhängig werden. Und so lange sind sie jetzt noch nicht unabhängig. Ja? Ich habe gehört, sie haben auch sogar ihre eigene Währung, aber das werden wir jetzt herausfinden, ob das überhaupt stimmt und gucken, wie das überhaupt ist. Ja. Also hier auf dem Weg gibt es auch eine sehr schöne Moschee, aber das Dorf selbst ist christlich, habe ich gelesen. Noch 4 Minuten, dann sind wir da, aber die Dörfer auf dem Weg sind auch schon sehr schön zu sehen. Interessant, eine Villa neben so einem unrenovierten Haus. Ich meine, die renovieren sie nie. Es kostet Geld, sie lassen es einfach so, weil es ist egal, wie es von außen aussieht. Hauptsache, es ist gemütlich und es erfüllt den Zweck. Es ist sehr häufig hier zu sehen. Hi, wir sind schon fast da und wirklich herrlich hier. Ah, dieser Fluss mit der Brücke, traumhaft. Sehr schön hier, der Fluss, aber wir müssen weiterfahren. So, ich glaube, wir sind sogar schon da vielleicht. Ich habe kein Schild gesehen, aber 400 Meter. Ich denke, das gehört schon hier zur Stadt. Genau, Vevčani. Sie haben auch eine eigene Flagge, wie man hier sieht, in der Mitte. Das ist ihre eigene Republik. Republika Vevčani? Ja, Vevčani. Ah, yes, yes. And this is the center? The center? Hier ist das Center, okay. Sie haben Quellen, richtig, Springs. Genau, die können wir uns gleich anschauen. Erstmal hier das Stadtzentrum, bevor wir uns die Quellen anschauen. Und wir sehen auch schon eine große mazedonische Flagge. Und das ist das Stadtzentrum anscheinend. Hier gibt es einen kleinen Markt, Sport, hier ein kleines Café. Auch hier sehr schön eine Sparkasse, Geschäfte. Schöne Statue hier, der Brille. Rund, sieht aus wie Paula. Ja, gehen wir erstmal was essen im Pumpin-Haus. Pupins-Haus. Ist geschlossen. Ay, ay, ay. And where can we get the money? Roger. Ja. Aha. This way. Da. So, auch sehr schöne Häuser hier. Das ist ein kleines touristisches Bergdorf. So, da ist auch eine berühmte Kirche. Sie heißt St. Nikolas. Können wir hier sehen. Wirklich sehr grün und schön. Die Häuser sind sehr alt. Hallo. Die Kirche sieht schön aus. Auch schön hier die Steine. Ich glaube, das ist eine Sonne hier vor der Kirche. Die Mazedonien. Und auch der Garten. So, das ist die Kirche. Hallo. So. Sehr schön die Kirche. Oh. Was haben Sie denn hier? Das ist, glaube ich, eine orthodoxe Kirche. Ich mag die orthodoxen Kirchen, weil sie immer so bunt sind. Sie haben auch schon Brot. Nicht für die Vögel, sondern für die Gläubigen. Hier auch. Sehr schön die Kirche. Und so viel los heute. Ui, sie haben sogar Kuchen. Guckt sie an, der heilige Kuchen. Puiuiui. Und hier ist der Wein. Hier haben sie guten Wein, mazedonischen Wein. Ja, und er isst ein bisschen. Ja. Können wir auch probieren. Aber ich will nicht aus der Hand essen. So, und ein paar Socken. Hier ist auch Geld, aber das ist die mazedonische Währung. Nicht die Vevčani-Währung. Hier ist Wasser. Zum Reinigen. So, hier sind die Kerzen. Und heute ist die Party. Palästina-Karte hier. Guck. Ah ja, und Palästina haben sie an der Karte. Interessant. Jerusalem, Bethlehem, ja. Hebron. Oh ja, die waren sehr schön. Wunderbar.
So, und was ist hier? Das ist halt eine Party. Oh. Hallo. Upstairs. Upstairs eine Party. Okay, gucken wir mal, was oben ist. Oi. Sie haben eine riesige Party. Ah, nice to meet you. Nice to meet you. What is going on today? Oi. Suit yourself. Oi, thank you. Oh, sie haben so viel. Aber nicht vegan. Oi, oi, oi. Kommen wir genau richtig. Ja, trinken. Ja, trinken. Rakia. 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 So, go. So, Rakia. Ah ja, der Rakia kommt. Thank you. Prost. Okay. Oh, thank you very much. Und hier nochmal. Oh. Very good. Very good. Ah. Yes. Very good. Was haben wir vegan? Wir haben Tomaten, wir haben Salat, ja. Salat, gibt viel Veganes. Okay. So. Okay. So genug. Ah ja. Ein bisschen Kuchen. So haben Sie nicht. Man muss ja nicht immer vegan sein, wenn es hier was umsonst gibt. Essen gut? Ja. Das reicht aber, ich muss ein Auto fahren. Ja. Ja. Paula fährt. Er ist auch betrunken. War kein Führerschein, noch schlimmer. Ja, so, San Nicola, der orthodoxe Heilige, deshalb wird heute gefeiert. Ja, und sie ist schon viel Rakia getrunken. Ja, ja, mein erstes Kind wird San Nicolas genannt. Ah ja, wunderbar. Ja. Ah, ich muss ein Auto fahren und sie schenken uns immer nach. Ich sage nein, nein, ich muss fahren, aber sie sagen noch ein Prost. Das Opfer. Sehr schön. Wasser. Wasser ist besser. Ja. So, der Priester kommt auch und macht mit. Ja, hier. Können wir zusammen, wir trinken auch Wein. Ja, keine Rakia. So, er trinkt auch sehr viel. Brauchen wir noch mehr? Oh nein, nicht so viel. Du kotzt es gleich. Sieh. Ein bisschen. Das ist gut. Ja, gut. Ein klein bisschen. Boro Dara? Boro. Boro Dara. Das ganze Dorf kommt. Ja. Wir haben hier nur 2000 Einwohner. Wow. Ich fühle mich so schlecht, dass ich bin Atheistin. Ach so. Heute bist du orthodox. Ja, wird getrunken. Ja. Ja. Musstest du machen? Wir gehen jetzt. So. So, das drauf, ja? Das ist Wasser. Das ist Wasser. Ah, ja. Ja, das ist Wasser. Eieiei. Jetzt aber genug. So, jetzt reicht's aber. Paula hatte schon 7 Rakia, sie kann kaum noch gehen, ja. Aber ich hatte nur 2, das heißt 2,5. Ich bin gesegnet. Gesegnet, du bist gesegnet. Okay, thank you. Ciao, Boro Dara. So, der ist, muss noch ein bisschen verspenden. Für San Nicolas. Ja, noch ein bisschen mehr, sagt Paula. So, jetzt aber. Ah. Es ist so schön hier neben der Kirche. Der Ausblick auf das Tal. Ja, sie haben sogar ein paar Gräber. Und hier sind weiße Tauben. Und noch normale Tauben auch. Interessant. Ein so schöner Ausblick.
Sie haben nur noch mehr Süßigkeiten zum Mitnehmen. Ah ja, Sie haben noch eine Babuschka. Was verkauft sie denn? So, kaufen wir noch ein paar Kerzen. Hallo? Can we buy Dwa? Ja. Okay, Borodaram. Yes, Borodaram. Enjoy. Thank you so much. Yeah. Nice to see you. Are you a YouTuber? Oh, yes. 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 You are recording around the world? Yes. Afghanistan. Yeah. Good job. Thank bye you. Bye. Say goodbye. Nice to meet you. Nice yeah to meet you. Eine Kerze too. Gekauft. Oh, nice. Okay. Okay. Können wir eine Kerze anzünden? Oh, das sind eine richtig schöne große auch. Mit nach Hause nehmen. Oh, Paola! Zu viel Rakia! Ja, so viel Rakia, Moment. Das ist das erste Mal, dass ich mache. Die ist nicht mega getrunken. Ja, ja. Ich habe keine Farbe, oder? Geht dann noch, wunderbar. This is for you, Virgin Mary. Ah. I want to be you, but I'm trying to be a better person. So, yeah, okay. It's gadgets, you know? Yeah. Jetzt geht's. Okay, komm, geh mal ein bisschen spazieren. Guck mal, was sie alles hier haben. Mazedonia, diese Flaggen. Kommunistisch. Borodaram. Sprechen Sie überhaupt richtig aus? Ja, Borodaram? Ja, so, sehr schön. Wunderbar, die Kirche. Ja, keine Überraschung. Wir haben gar nicht mit gerechnet. Wir wollten nur kurz mal gucken und das ist dabei rausgekommen. Restaurant und auch Deutsch wieder. Puntigama kenne ich gar nicht. Das bierige Bier. Bierige Bier. Hier unten gibt es anscheinend ein Restaurant. Aber wir haben jetzt und brauchen kein Restaurant mehr, denn wir haben in der Kirche gut gegessen. Hallo, Rodan. Und jetzt gucken wir mal, was wir finden können. Ein bisschen die Natur. Sieht nachher ja, und das Geld. Wir wollten gucken, wo die Währung ist. Ja, sie sollen ihre eigene Währung haben. Obwohl, sie benutzen es nicht. Das war vielleicht die alte Währung. Ja, wir müssen ins Museum gehen. Und mal gucken, was es da gibt. Russisches Auto hier, der Lada. Interessant, dass sie ja überhaupt noch fahren. Ein Wunder. Nein, Zastava. Zastava, was ist das denn? Aber sicherlich ja sowjetisch. Wer weiß, interessant. Dobedan, hier Westside, Restaurant. Ah ja, Dobedan. Ah ja, hier, ein Burger. Ich weiß es nicht. Ist das Dorf schon fast zu Ende? Man hört schon das Wasser. Und wo gibt es hier auch da? Zu den Springen, Eingang. Zu den ja, Quellen, genau. So, Vevchani. So, hier, wir sind bei den Vevchani-Quellen. Gucken wir mal an, was es gibt. Hier vorne auch kleine Wasserfälle. Sehr schön. Okay, man muss bezahlen. 30 Cent kostet der Eintritt. So. Was? Sieht man. Die Gebühr. Dankeschön. Ja, Borodaram. So, können wir ein bisschen spazieren gehen. Hier gibt es auch Souvenirs. Mazedonien, ja, sehen wir. Genau, der Reisepass. Ah, und sie haben das Geld, endlich. The money. Ja, sie haben ihre eigene Währung. The Vevchani Dollar. Oder Vevchani Dinar. Vevchani Dinar. Und den Reisepass. Lichnitsi. Genau, hier. Republic of Vevchani, ja, sie haben ihren eigenen Reisepass, genau, mit dem man, aber ich weiß nicht, ob man damit reisen kann. Ah ja, man kann sich hier eintragen lassen. How much is it? 200. 200. $3? Komplett. Da. So, sie haben hier noch mehr Souvenirs, da sieht man, was typisch ist. Wein, hier die Quellen.
und auch das Tor, aber wir haben das Tor nicht gesehen, vielleicht wenn man von der anderen Seite kommt. Ja, ein Land, das keins geworden ist. Aber wow, guck dir die Quellen an. Für 30 Cent, so schön. Wow, so klares Wasser. So, gehen wir ein bisschen spazieren. So, sehr schön. Hier, wirklich traumhaft, das Wasser. Wir sind gar nicht die einzigen Touristen. Können wir ein bisschen lesen. Alles? Okay. Wunderbar. Tourist? Yes. Ah, where are you from? Sweden. Sweden? Yes. Ah, not many tourists here. Colombia, Germany. Okay. Oh. My friend are over there. Ah. Around 6. Oh, I see. Very okay. Nice. And what brought you here to Vefčani? Yes. Macedonia. Yes. Why you came here? Just to nature? No, a cheap flight ticket. Ah, cheap flight ticket. Yes. That's why you come here. Yeah. All right. Whenever you look at the picture on the internet, and it seems very nice. Ah. So, oh yes, I see. You want to come to Sweden for the midsummer? Oh yes. 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 Okay. Very nice. Okay. Okay. Thank you. Okay. All right. Hello, that's nice to meet you. Oh, your sister. Okay. Okay. Have fun. Bye. Ah ja, die Schweden kommen auch hier hin. Wann gehen wir nach Schweden? Du willst ja lieber nach Kolumbien, anstatt den Midsommar zu sehen. Aber ja. Genau, das sind auch die Quellen, die, die blockiert worden sind während der Zeit Jugoslawiens, um halt die, gegen das kommunistische Regime zu protestieren. Die waren nämlich gegen den Kommunismus und gegen Jugoslawien, aber es hat nicht funktioniert und deshalb wurden sie niemals unabhängig. Paula ist besoffen. Ja, wie jetzt? Willst du hier bleiben? Ach, hier gibt es noch mehr Kerzen. Du kannst spenden. Ja, die können spenden an diesem Geld. Die haben ja genug. 500. Ja, ich glaube, das Geld hat wirklich existiert früher. Es ist die einzige Währung, ja, die Titis auf den Scheinen hat. Und eine Währung, die nur für 2500 Leute zählt. Unglaublich. Und wer sind diese Leute überhaupt? Müssen wir mal fragen. Das ist aber etwas anderes hier. Ja. Sehr interessant. Sie haben sogar ihre Wasserzeichen. Ich meine, das sind jetzt Kopien, aber ich glaube, sie hatten sogar das echte Geld damals, zur, ja, wo sie unabhängig werden wollten. Ich habe das jetzt hier nur Kopien, aber sehr schön, was sie hier gedruckt haben. 100, 500, 1000. Natürlich ist 1000 am schönsten mit diesen Frauen. Genau. Ja, tut mir leid, das Wasser ist ein bisschen laut. Ja, ich hoffe, ihr konntet mich verstehen. Hätten wir vielleicht später über das Geld filmen sollen, nicht während wir noch hier in den Quellen sind. Aber es ist wirklich schön. Es ist fast so schön wie diese Krka-Wasserfälle in Kroatien. Ne? Aber da 430 Cent Eintritt und nicht 10 Euro oder 15, was das war. Oh, da sieht man auch, das Wasser kommt hier aus dieser Höhle. Ah, sehr interessant zu sehen. Das Wasser hierher kommt. Aus diesem Felsen. Paula hat den einfachen Weg genommen. Aber hier gibt es keine Abkürzung. So, das Wasser kommt hier aus dieser Höhle. Wirklich schön. Das ist die Quelle. So, jetzt reicht's aber. Wieder zurück. Oh, ist wirklich groß. Das ist schade. Warum gibt es einen Müll, ja. Eine Fanta? Wer wirft eine Fanta-Dose hin? Unglaublich. Ja. Sie hatten Mülleimer da vorne und gerade in so einem Ort. Wer soll es hier holen gehen? Ja, Paula, die Samariterin. Ich glaube, hier oben ist ein Mülleimer. Gibt es noch eine kleine Kapelle bei der Quelle? Eine Kapelle bei der Quelle mit einer Quelle in der Kapelle. Sehr schön. Und Jesus und viel Geld. Sehr schön. Und Maria. Und Kirchen. So, das war's hier schon von der Quelle.
sehr, sehr schön. Und ja, es gibt halt nicht zu viel zu sehen in einem Dorf mit 2500 Einwohnern. Es ist schon ein Wunder, wenn ich hieraus ein 10-minütiges Video machen könnte. Wirklich. Ah ja, aber hier ist eine Sackgasse. Aber auch sehr schön hier mit diesem Restaurant am Bach. Obwohl, bei der Lautstärke ist halt nicht leicht, sich zu unterhalten. Aber trotzdem schön. Karneval. Hier? Ah, Karneval. And people will dress up? Or? In Januar. Und sie trinken auch während der Arbeit. Ja. Ein Überbleibsel des Kommunismus. Ja. Na, Stravje. Thank you very much. Und auch hier ein Basketballkorb mitten in der Straße. Und hier alles verkommen, wie die Häuser. Auch das Basketballspiel. Ja, alte Autos, Platten stehen hier rum. Vevčani ist die Flagge und hieß das Multikulturelle Center. Ist aber geschlossen. Hier soll es auch ein Museum geben. Mal gucken, wo das ist. Jetzt haben wir auch zwei Flaggen. Ah ja, sehr komisch, was sie hier schreiben im Multikulturellen Center. Ja. So the resistance movement against evil and ugliness. Ja. Multicultural separatism, ja. Alles so viel Paradoxes hier. Eieiei. Gibt es hier auch Nazis? Furchtbar. Und wilde Hunde. So, es gibt noch eine kommunistische Statue. Ja, wegen dem Zweiten Weltkrieg. Sieht man hier auch. 41 bis 45. Vier grausame Jahre. Für Jugoslawien. Oh, so ein schöner kleiner Brunnen. Und sie kommen tatsächlich mit Tourbussen hier in dieses Dorf. Sie haben mehr Touristen als Einwohner. Oi. Hier. Republika Vevčani. Doch ein schönes Auto. Hier. Der Beifahrer ist ein Bär. Und viel Blumen auf dem Tor, auf dem Dach. Sehr schön. Ja. Damit müssen wir reisen. Ja, das wäre gut. Oh ja, und das Auto funktioniert sogar noch. Zastava. Sehr interessant. Viele alte Autos hier. Jugo, das jugoslawische Auto. Ausgezeichnet sicher. Der Bus. Wunderbar. Ah ja, hier nochmal zum Abschluss das Tor. Vevčani. Mal ein Foto machen. Ach so, hier ist die Polizei. So ein altes Auto. Ja. Sehr interessant. Boah. Ja, besser als die wie Lada, oder was die hat. Das war ein Lada. Das war ein Lada.